Welche Schwierigkeiten können beim Aufbau einer Arbeitgebermarke auftreten? Nun, zunächst mal. Aufbau einer Arbeitgebermarke, beziehungsweise Arbeitgebermarke nennt man auf Deutsch, auf Neudeutsch Employer Branding. Das ist die Arbeitgebermarke. Welche Schwierigkeiten, das ist der Schwerpunkt dieser Frage, können dabei auftreten? Was eine Arbeitgebermarke ist und wie man sie aufbaut, habe ich in anderen Videos bereits erklärt. Hier geht es also um die Schwierigkeiten dabei. Wir haben gelernt in den anderen Videos, dass es darum geht, den Arbeitgeber als Marke emotional aufzuladen, nicht als Produkt, sondern als Arbeitgeber. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten? Nun, die Schwierigkeiten, die dabei auftreten können, sind einmal, dass die Arbeitnehmeransprüche sich wandeln. Beispiel: Der Arbeitgeber baut eine Arbeitgebermarke auf, lädt sie emotional auf, zum Beispiel als besonders kinderfreundlicher Arbeitgeber. Da gibt es dann also Betriebskindergärten und es ist kein Problem, wenn der Mitarbeiter mal früher weg muss oder später morgens kommt, wegen seiner Kinder. Es herrscht also grundsätzlich Kinderfreundlichkeit im Unternehmen. Jetzt kann es sein, dass die Ansprüche der Arbeitnehmer sich deswegen wandeln, weil gewisse Dienstleistungen in Bezug auf Kinder jetzt von anderen Stellen übernommen werden, Kitas zum Beispiel. Ja, das passiert nicht ruckartig, das passiert schleichend, wie so vieles in der Wirtschaft. Eine schleichende Veränderung. Deswegen ist den Arbeitnehmern das auf einmal nicht mehr so wichtig. Und jetzt hat man hier die Arbeitgebermarke entsprechend aufgebaut. Ja, das kann eine Schwierigkeit sein. Und die Arbeitnehmeransprüche sind heterogen, also sehr unterschiedlich. Jetzt kann man sagen, diese Schwierigkeit kann man lösen, indem man vorher eine Zielgruppensegmentierung vornimmt und sagt, wir wollen auch nur diese Gruppe von Arbeitnehmern ansprechen. Aber wenn man in die Bevölkerung schaut, dann findet man nicht mehr ein Lebenskonzept, so wie das vielleicht in den 50er Jahren so war. Ja, Familie gründen, zwei Kinder haben. Die Frau kümmert sich um Kinder, Küche und so weiter. Kinder, Küche, Kirche hieß das, glaube ich, damals. Und der Mann geht halt arbeiten und schafft das Geld ran. Das hat sich ja total gewandelt. Und zwar nicht in eine Richtung, sondern in viele, viele, viele Richtungen. Und so wird es sehr schwer, wenn wir auch dieses Kinderbeispiel hier wieder nehmen, da eine homogene Gruppe zu finden. Aber diese Schwierigkeit kann man überwinden, indem man die Arbeitnehmer vorher segmentiert und sagt, wir wollen auch nur diese Gruppe von Arbeitnehmern ansprechen. Zum Beispiel die Familienväter, die es ja nach wie vor gibt. Ja, also das können zwei Schwierigkeiten sein beim Aufbau einer Arbeitgebermarke. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.